Wir spielen Civilization 6, wir spielen die Babylonier und machen das erste Mal im neuen Jahr 2021. Liebe Grüße an alle, die eventuell nur zu dieser Reihe auf Twitch oder auf YouTube reingucken und ansonsten das WB-Programm ignorieren, falls das der Fall sein sollte. Erstens, Schande über euch. Und zweitens, das dürfte natürlich. Und drittens, frohes neues Jahr. Alles Gute fürs neue Jahr. Auf Twitch sind wir am 3. Januar gerade 273 Leute, die sich ja zusammenrotten und begeisterte Civilization-Spieler sind. Nachher kommt das Ganze auch auf YouTube. Ganz liebe Grüße an meine beiden Chat-Moderatoren und gelegentliche Kuh-Kommentatoren heute Abend. Es ist zum einen aus Wien, aus dem schönen Österreich, euer, unser Punisher. Hallo Wolfgang. Schönen guten Abend an dich, lieber Daniel. Schönen guten Abend, lieber Matzoman. Schönen guten Abend, lieber Chat. Hallo Hamburg, bitte kommen, Hamburg. Ja, hallo zusammen und ein frohes neues Jahr auch von mir und viele Grüße. Das war Matsumanix und wir machen als erstes jetzt hier, greifen wir eine Entscheidung auf, die wir vom letzten Mal vom Jahr 2020 in das Jahr 2021 geschoben haben. Wie gehen wir damit um, mit dem unfassbaren Affront, den Mahatma Darling Gandhi, das Schätzchen, uns gegeben hat? Er hat im Weltkongress doch glatt eine Abstimmung durchgegeben, dass sein Hinduismus alle Leute, die in seinem Namen da kämpfen, die nächsten 30 Runden lang 10 mehr Kampfstärke haben. Das tut richtig, richtig weh. Das ist Aua. Das ist deshalb Aua, weil wir zwar keine eigene Religion haben, aber wir wollen natürlich verhindern, dass der Burschlein den Religionssieg abgreift. Hier, er liegt vorne. Er hat 2 Zivilisationen bekehrt, das waren schon mal 3, das sind die Koreaner und seine eigenen, die Inder. Unsere war auch mal bekehrt, wir haben ihn vertrieben mit einem Disputantenapostel und ich glaube nur mit einem zweiten Apostel, den wir haben und hatten. Es sind relativ wenig Zivs im Spiel, eine ist schon ausgeschieden, das waren die Summa, hießen die glaube ich, Gilgamesh, ich kann mich nicht mal genau erinnern, die waren an unserer Nordgrenze und irgendwie ist das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Geschichte wird bekanntlich nicht von den Losern geschrieben, sondern von den Gewinnern. Insofern, es waren diese Summa, glaube ich, oder Hummeln oder ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Keine Ahnung, irgendwas in der Art. Deshalb sind weniger Zivs im Spiel und es sind auch weniger im Spiel, weil wir, glaube ich, Matsumanix nicht auf einer Standardkarte spielen, sondern auf einer kleinen, wenn ich mich das richtig erinnere. Da gibt es ein paar Zivs weniger. Und trotzdem müssen wir aufpassen, denn wenn Gandhi in jedem Reich, in jedem weltlichen Reich, das es gibt, sein spirituelles, sein geistliches Reich errichtet hat, in jeweils der Hälfte aller Städte von dieser Zivilisation, dann hat er gewonnen. Dann ist es völlig egal, ob wir schon längst mit Raketen Richtung Weltall fliegen, Mond, Mars, wohin auch immer, oder ob wir fast alle Städte erobert haben, nur eine nicht oder irgendwelche anderen Sperenzchen erfolgreich gemacht haben, dann hätte er gewonnen. Deshalb wollen wir ihn unbedingt zurückdrängen und für den guten Zweck, ihn zurückzudrängen, unterstützen wir den Islam bei uns. Als Kontrapunkt, das ist die Zivilisation, die diese Summa, so hießen die genau, die halt hatten. Den Islam, den befördern wir noch. Ja? Weil die Religion, die den Islam in die Welt gesetzt hat, kann nicht mehr gewinnen, weil es gibt sie ja nicht mehr im Spiel. Das Ganze ist jetzt aber schwierig. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, wir sagen, dass wir Angst haben. Den Lendenschurz gestrichen voll. Und dass wir uns provoziert fühlen von Mahatma, Gandhi, von Darling, wir nennen ihn ja Darling, aus Gründen, wer dabei war, weiß warum. Und dass wir uns jetzt zur Wehr setzen, auf militärischem Wege. Wir laufen rauf und schlagen alles kurz und klein, um uns zu schützen, weil die Apostel sind so stark. Das ist Variante 1. Variante Nummer 2 ist, wir setzen uns ebenfalls zur Wehr, aber machen das religiös, geben unsere mühsam ersparten Glaubenspunkte, die wir eigentlich so dringend brauchen für das Wiederbeleben von Helden in späteren Epochen. Das kostet total viel Glaubenspunkte in diesem Modus Helden und Legenden. Wir geben all die Glaubenspunkte auf, um jetzt zuzuschlagen und um seine Apostel fix und fertig zu machen, holen uns dafür vielleicht den passenden Stadtstaat noch, gucken dann nochmal, dass wir so zerrellen sind und holen uns dann die Beförderung nach Wahl im Stadtstaat Jerewan für die Apostel, die wir kaufen. Oder wir machen die Variante Nummer 3 und für die bin ich sehr, und ich glaube auch Matsumanix ist für diese Variante 3, die da wäre. Also ich die jetzt erläutern? Ja, ich hoffe, das ist so ein Schuss ins Blaue. Weil wir haben das nicht vorbereitet, das ist nicht geskriptet, wir gucken uns nicht in die Augen. Ich werfe dir den Ball zu und gucke, ob du den elegant auffängst oder ob du mir den für die Füße kullern lässt und wir beide blamiert dastehen. Ja, ich werfe dir den Ball einfach mal wieder ganz unauffällig wieder zurück, lieber Daniel.
Die Variante Nummer 3 ist, wir achten gar nicht drauf. Wir denken, das schaffen wir auch so. Hey, wir haben 2 Apostel und wir haben die Überzeugung, dass wir die Größten sind. Kann irgendwas, können wir irgendwie auf die Nase fallen? Wenn wir eingebildet genug sind, die Nase hoch genug tragen, um zu sagen, das ist uns völlig egal. Den wischen wir auf, den Mahatma Gandhi, mit den 2 Aposteln, die wir haben, die reichen aus. Guck mal, der hat plus 10, na und? Wir haben die Kraft der Selbstüberschätzung. Das müsste doch reichen. Wir haben einen Apostel hier, der gar keine Extrafähigkeit hat im Kampf. Wir haben daneben noch diesen Apostel hier, der ist ein Disputant. Wir haben vor Ort den Gouverneur Moksha, der immer die Möglichkeit hat, dass alle automatisch heilen und 10 religiöse Kampf vor Ort haben. Wir holen uns keine gesonderte Regierungsform. Wir holen uns kein notfalls irgendeine Politikkarte, die uns ein bisschen hilft im Kampf. Aber ansonsten sagen wir einfach, wir greifen zurück auf die Kraft und die Kunst der gnadenlosen Selbstüberschätzung. Meinst du, das ist, und das könnte auch für mich sein, wenn das klappt, ein Vorbild sein für euch fürs Leben, fürs Real Life. Falls ihr irgendwann in Zukunft mal sagt, oh Gott, ich stehe ja vor einer Ampel, die geht jetzt gerade auf Rot, muss ich darauf achten, muss ich nach links und nach rechts schauen? Nein, setzt auf WB, setzt auf die Kunst der gnadenlosen Selbstüberschätzung. Sagt euch, der alte Mann hat das auch gemacht und der hat Lebenserfahrung. Der hat viele XP angesammelt. Ich weiß nicht, wofür er sie ausgegeben hat. Das ist nicht immer offen erkennbar. Aber er hat gesagt, dass alles geht gut, wenn man an sich glaubt und die Kraft der Selbstüberschätzung schöpft. Wenn ihr demnächst glaubt, ihr könnt fliegen. Ich will ja keinen direkt dazu auffordern. Aber je nachdem, wie hoch ihr wohnt, traut euch was. Vielleicht den finalen Schritt vom Back. Ich will niemanden auffordern, aber Leute, die Kraft der Selbstüberschätzung verleiht einem Flügel und nicht irgendwelche Limos, die irgendwelche österreichischen Großunternehmer einem andrehen wollen mit Werbung. Die Kunst der Selbstüberschätzung kann nur klappen. Da glaube ich ganz fest dran. Matze Mannix, glaubst du, dass ich recht habe oder meinst du, dass ich nicht Unrecht habe? Ich glaube an den heiligen Bullen und ich glaube, der heilige Bulle, der hat dir das so ähnlich auch eingeflüstert und deshalb bin ich davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ja, die Kunst der Selbstüberschätzung und vor allem im Zweifelsfall immer dran denken, es tut mir leid, dass ich jetzt einen Teil der Zuschauer ausgrenze, nämlich die Zuschauerinnen, aber zukommen, ich bin ein Mann, die Kunst der Selbstüberschätzung ist mir anerzogen worden, da habe ich keine Probleme mit. Wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin und irgendjemand ruft zu, na WB, traust du dir das zu? Dann horche ich kurz in mich rein, denke, ja, ich bin ein Mann und brülle sofort, natürlich, ich traue mir das zu. Damit kommen wir durchs Leben. So habe ich mein Abitur geschafft und so schaffe ich auch alles andere. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir schaffen das. Alles gar kein Ding. Kriegen wir hin. Okay? Und wenn nicht, dann suchen wir einen Sündenbock. Alles kein Thema. Wir finden immer irgendeinen. Irgendeinen dumm. Irgendjemand finden wir immer. Im Chat vielleicht jemand, vielleicht ein Chatmoderator, der nicht schnell genug sagt, ich war's nicht, Punisher. Wie, was, wo? Zum Beispiel, wir finden immer irgendjemand. Das ist kein Problem. Leute, wir machen weiter. Wir bauen. Amphitheater steht in Vardavas. Nächster Schritt. Was könnten wir machen? Versammlungshaus, um noch mehr Glaubenspunkte zu generieren, kostet allerdings 9 Runden. Weltwunder, brutaler Palast, sündhaft teuer, da hatten wir auch, wenn überhaupt, das schon mal gecheckt, dass es hier keinen Sinn macht. Verbotene, wir hatten die Weltwunder zuletzt gecheckt, Händler. Was haben wir für Regierungskarten drin? Annehmlichkeiten für Städte mit Garnisoneinheiten. In einer Runde können wir die Politik, in 4 Runden die Politik nochmal wechseln, dann checken wir, ob das notwendig ist. Matze Mannix hatte ich das Safe Game gegeben und Matze meinte, das können wir vielleicht auch mal lassen, die Annehmlichkeitenkarte, weil nach dem letzten Update, die wir haben, das bringt uns gar nichts. Ne? Wir sind überall plus 1, eine Annehmlichkeitenkarte raus, bringt uns auf plus minus 0, ist immer noch zufrieden. Genau, erst ab plus 3 gibt es ja den Sprung von zufrieden auf glücklich. Insofern bringt uns das nicht so viel. Das heißt, die können wir demnächst rausnehmen. Der nächste Wechsel wird sein. Erst in 4 Runden, Bonus abgegriffen. Nächstes Zeitalter. Dauert noch eine ganze Weile. Und dann noch kurz die Karten zu Ende gecheckt. Nachbarschaftsboni für Industriegebiete. Wunderkarte, große Ingenieurspunkte. Ganz wichtig. Die ist ja zuletzt gebufft worden. Gold, heilige Stätten, geben auch mehr. Regierungsform war Handelsrepublik, soweit so gut. Und hatten wir für alle Weltwunder Plätze eingezeichnet, wo wir welche bauen wollten? Hatten wir alle gecheckt? Eines ist im Bau, das ist das Mausoleum von Halikarnassos. Der Geheimdienst soll demnächst entstehen.
Also ich denke mir, wenn wir, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, Mathematics, weil wir immer so schnell wechseln zwischen Gallien und Babylon, weil die ja etwa auf einem Stand sind, aber ich denke, wenn wir hier das Weltwunder, eines der Weltwunder bauen wollten, dann hätten wir das doch vermutlich eingezeichnet, oder? Weißt du das noch? Ja, also ich habe auf jeden Fall einen Pin entdeckt in unserer Hauptstadt für Angkor Wat, deshalb bin ich mir sicher, dass wir schon mal Wunder gecheckt haben und auch eingezeichnet haben. Taj Mahal ist im Bau, das ist der Pin hier für Angkor Wat. Und ach, wir gehen mal sicherheitshalber einmal auf Potala Palast, weil Potala Palast und verbotene Stadt sind deshalb coole Weltwunder, Matsumanix. Und diesmal fängst du den Ball bitte auf, weil? Weil sie Politikkarten bringen. Die verbotene Stadt bringt einen Joker-Politikplatz und der Potala Palast bringt uns neben einem Diplomatie-Siegpunkt auch noch einen Politikplatz für die Diplomatiekarten. Na bitte, es geht doch. Den Ball wieder zurück. Es geht doch. Das ist die Gemeinsamkeit von den beiden. Beide werden von der KI im Augenblick nicht gebaut, wäre deshalb schon cool. Sollten wir aber, wenn wir die bauen, dann auf Plätzen, sollten wir uns schon mal anschauen. Welche sind die Produktions... Ja? Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, du hast da gerade im Filter etwas verwirrt eingestellt. Die verbotene Stadt wird definitiv schon gebaut. Beim Potala Palast, oh. Das habe ich nicht gecheckt. Einmal hier und fast fertig. In einer Stadt mit 7 Bewohnern, da müssen wir uns nicht... Und ja, die machen im Wettland, ja, 3 auf einmal fast fertig. Potala Palast sollte aber klappen, denn ich check nur mal sicherheitshalber. Ich hoffe, ich habe mich nicht auch da verklickt. Nee, du schreibst gerade wieder ins falsche Feld. Das untere ist ja so ein Ausschlussfeld. Wir suchen jetzt nach verbotene Stadt ohne Potala Palast. Das gibt's doch gar nicht. Und ich suche nach Potala Palast ohne Potala Palast. Wie mache ich das denn hier weg? Kannst du das unten nicht einfach rausschmeißen? Ich habe das hier noch nie bewusst wahrgenommen. Das ist ja krass. Ich habe das noch nie wahrgenommen, das Feld. Also Potala Palast gibt es definitiv nicht. Das ist... Dann lass uns mal schauen, wo wir den platzieren könnten. Wir bräuchten eine Stadt mit sehr viel Produktion. Und eine, wo nicht schon Weltwunder im Bau sind. Bittere Wahrheit hat nur 28, 17. Uruk hat 20, Wardawasser 23. Hier sind es 18. Das ist alles nicht so viel. Das ist alles ein bisschen dürftig. Wassermarsch am ehesten noch mit den 28, 16 hier. Die 9 müssten eigentlich erstmal aufbauen. Auch im unteren 20er-Bereich maximal. Also am ehesten noch in Wassermarsch. Gucken, ob wir da einen Platz finden für den Potala Palast. 33 Runden. Dann müssen wir das Feld dort oben kaputt machen. Wäre aber trotzdem vorstellbar, weil Produktionen können wir auch woanders gewinnen. Ich mache uns da mal einen Pin rein, dass wir mal wissen, dass es eine Option wäre, den hier zu bauen. Also der Potala Palast muss ja auf einem Hügel neben einem Berg gebaut werden. Falls wir etwas Geld übrig hätten, könnten wir auch noch das Geländefeld daneben kaufen und dann würden wir unser Produktionsfeld nicht zerstören. Stellen wir hier mal dazu hin. Oder eines der dreien hier, ist eigentlich egal welches. Ginge auch auf irgendeinen von denen. Ich mache mal einen weg, weil wir haben ganz viele Hügel hier mit Bergen. Vielleicht kommt auch auf andere Weise noch eines zustande. Und die anderen hier, 16 Runden Taj Mahal, 7 Casa de Contratación, hier bei 47. Potala Palast geht hier nicht. Hätten wir eventuell einen Berg in der Nähe? Ja, einen Hügel in der Nähe, aber nicht. So machen wir das aber. Dann machen wir hier oben weiter in Vardavas. Potala Palast dauert hier zu lange. Oder wir roden. Wir brauchen ja Moksha vor Ort. Der hilft da nicht so sehr, das machen wir nicht. So, wir können auf Museen gehen. Das Ziel ist ja der Forschungssieg. Versammlungshaus bringt Glauben und Produktion, ist aber relativ teuer im Bau. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir bauen mal, dass wir mal unser erstes archäologisches Museum bauen. Matsumanix. Oder ja, da bin ich. Ich bin tatsächlich auf jeden Fall dafür, dass wir früher oder später ein archäologisches Museum bauen, weil das nämlich tatsächlich auch wieder mit Heurekas verknüpft ist. Oh, wie cool. Ich guck mal, ob wir irgendwo eines im Bau haben.
Eines ist sogar schon da oder fertig. Ist schon fix und fertig, das heißt, es wäre der zweite. Haben wir einen Archäologen schon, der unterwegs ist? Ich denke nicht. Nee, wir haben nur diese beiden Plätze. Also ein zweites könnte ich mir durchaus vorstellen, weil die sind schon mächtig. Die helfen einem sehr. Oder Kunstmuseum. Gibt es ein Eureka für ein Kunstmuseum? Fürs Kunstmuseum geht es meines Wissens eine Inspiration für Oper und Ballett. Baut ein Kunstmuseum. 3 Runden werden dann gespart. Kommt aber schon bald. Große Persönlichkeitspunkte. Großer Künstler. Wir produzieren relativ wenig. 4. Griechen 14,9. Die werden für uns vieles abgreifen. Den großen Ingenieur Leonardo da Vinci, den hatten wir uns letztes Mal angeguckt. Den hoffen wir von alleine zu bekommen. Das sollte auch klappen. Hier gibt es eine Heurekas. Bei den großen Wissenschaftlern wir 19, Korea 11. Den sollte eigentlich auch klappen. Heurekas brauchen wir für die Forschung. Händler oder Kunstmuseen oder archäologisches Museum, was meinst du? Händler dauert mir ein bisschen sehr lange, finde ich, oder? Da haben wir doch Produktionsstärke. Oder ein Spion, um Heureka zu klauen, hatten wir das schon versucht? Hatten wir auf jeden Fall auf der Liste, dass wir es machen wollen. Ich bin mir aber nicht sicher im Kopf, ob wir da schon einen gebaut haben. Den checken wir mal. Keinen. Und in der Bauschlange ist, glaube ich, auch keiner. Nein. Einen zu kaufen ist, glaube ich, sehr teuer. Kann man die überhaupt kaufen? Die kann man nicht kaufen. Das heißt, wir müssten einen bauen. Und da die anderen hier mit Weltwundern geblockt sind, würde ich hier den Spion bauen in Vardavas. Das ist mir eigentlich noch wichtiger. Ja, nicht sehr viel. Können wir schön Heurekas klauen. Mhm. Und die helfen uns als Babylonern, also super Spionage, super wichtig für uns. Schön, dass so viele Leute da sind. Wenn ich richtig durchzähle, habe ich schon über 300 Zimmer gesehen auf Twitch. Liebe Grüße an euch. Wir spielen die Babylonier auf Gotthard im Rundus Helden und Legenden. Wenn ihr hier seid, macht ihr alles richtig, dann werdet ihr nämlich im Kreis von sehr lieben und netten Leuten einen zauberhaften Abend haben. Bin ich mir ganz sicher. Ich rede natürlich von den Babyloniern und von den anderen, die ihr links und rechts im Chat findet auf Twitch. So. Doktorspiele, Handelszentrum fertig. Nächster Schritt wäre ein Markt oder ein Händler. Markt können wir aber nur hier bauen, Händler überall. Wofür sammeln wir das Geld? Für den Kauf einer Schiffswerft, wenn ich mich recht entsinne. Die wollten wir kaufen in Wellenbrecher. Wir brauchen eine zweite Schiffswerft für ein Heureka. War das doch, oder? Oder habe ich da hier 2 Schiffswerfen? Eine hatten wir, glaube ich, schon. Wenn ich mich recht entsinne. Ich suche die mal. Die ist hier oben. Das heißt, die zweite ist nicht im Bau. Könnte hier gekauft werden. Und die Schiffswerft zu kaufen kostet 1160. Das heißt, das können wir in über den Daumen 3 Runden machen. Oder sogar 2. Dafür sammeln wir das Geld. Dann wollen wir noch die Heurekas abgreifen. 2 Banken, da müsste auch eine im Bau sein. Wohnviertel. Nee, pardon, hier vorne sind wir in dieser Epoche. Nicht Industriezeitalter. Ambroschützen, einer ist im Bau. Und für die Bombarden wollten wir einen großen Wissenschaftler benutzen. Der ist im Ausland unterwegs, der kann das auch im Ausland machen. Wir gucken mal, wann der zweite Ambroschütze erscheint. Ja, einen hatten wir schon gekauft oder abgegradet und der nächste ist in 3 Runden fertig. Das heißt, wir könnten in 3 Runden die Belagerungstaktiken uns holen, dadurch, dass wir den großen Wissenschaftler, der im Ausland rumspioniert, uns holen. Ja, im Chat wird viel geschrieben. Fraxa schreibt gerade, hier schreiben 5 Leute so viel wie in anderen Chats 300. Ja, ihr diskutiert immer viel und macht auch viele nette Scherze untereinander. Praktikalb, hast du gesehen? Machst du mal nichts. Du hast einen Fankalb. Nicht einen Fanboy oder einen Fangirl, einen Fankalb im Chat. Nein. Ich lese nur vor. Praktikalb hat gerade geschrieben, ich finde Matsu Manix echt cool, euer Praktikalb. Wie findest du das Praktikalb? Ganz bezaubernd, muss ich sagen. Praktikalb und ich, wir sind beste Freunde. Ja.
Ihr seid auch Brieffreunde, ne? Ich habe schon mal den ein oder anderen Brief hier rauftragen müssen. Praktikant kriegt einen Brief. Haust der bei mir, kriegt bei mir den Briefkasten nicht auf. Ihr wisst ja, Hufe und so schmale Briefkastenschlitze und so, das ist ein bisschen problematisch. Deshalb trage ich die immer rauf, verzichte darauf, die vorher zu öffnen. Ich lese die immer in der Nachkontrolle und fand das ganz reizend, was du geschrieben hattest ans Praktikalb. Ja, wir schreiben ja regelmäßig, aber trotzdem, lieber Daniel, so ein bisschen Briefgeheimnis wäre ja schon ganz nett, oder? Das wäre nett. Ich fände das, ich wäre erbost, würde das Praktikalb meine Briefe lesen. Das ginge gar nicht. Herkul ist da ein Wellenbrecher. Und was macht er da? Ach so, wir wollten rüber, um hier nach Barbaren Ausschau zu halten. Da wollten wir eine Stadt gründen. Einmal rüber. Da ist noch 13 Runden da. Hier 3 Aktionen noch. Da könnten wir rüberziehen. Und dort, hier ist ein Siedler auch unterwegs, ne? Wo ist der Siedler? Da ist der Siedler. Der wollte da eine Stadt gründen. Wir haben beim Zeitalterfortschritt den Bonus drin. Städte auf einem anderen Kontinent beginnen mit 4 Startbürgern. Das ist super cool. Wollten wir denn rüberschicken? Ah ne, wir wollten die Kohle eventuell dazu kaufen. Hier unten, wenn die nicht normal kommt. Damit wir mehr Kohle gewinnen. Das wäre auch sehr hilfreich. Und wir könnten auch vor Ort dann einen Handwerker kaufen, denke ich. Einmal hier hin. Ich würde den, glaube ich, hier lassen. Er hat wie viele Aktionen noch? Der hat nur noch eine. Macht hier Salpeter, dann bleibt er hier und holt ja gleich die Kohle. Kann er vorher noch irgendwas machen? Ich vermute nicht. Können wir schon Wald pflanzen? Ist noch zu früh, ab Naturschutz. Dann würde ich sagen, wir ziehen mit dem ins Wasser. Und hier drauf und hoffen, dass kein Barbar kommt. Das wär noch was. So, Handwerker, einmal gerodet. 3 Aktionen noch, dort oben Kohle anschließen. Und genau, das wäre wichtig. Hafen, danach heilige Stätte. Können wir die heilige Stätte schon platzieren? Können wir. Würde ich auch machen jetzt hier schon mal. Matsumanix. Ja, schon mal die Produktionskosten einfrieren, das Feld bewirtschaften wir ja gerade nicht. So. Und mit ihm? Wie sieht es mit dem Wohnraum aus? Genug? Das heißt, wir fangen an mit Sägewerken und Kohle erschließen. Und er hat 3 Aktionen. Da oben kommen noch Farbstoffe dazu. Dann würde ich gezielt die Bonusressourcen abgreifen. Die beiden geben zusammen einen gemeinsamen Wohnraumpunkt. Und hier gehen wir einmal rüber. Und holen uns, damit es schnell geht, erstmal die Kohle. 2 Aktionen noch hier, einmal Jade. Dann checken wir mal, ob wir Jade, wie es mit Jade bei uns aussieht. Wir haben jetzt einen Überschuss. Einmal wird importiert, läuft noch 12 Runden, wenn wir nicht. Deshalb haben wir einen Überschuss. Das heißt, jetzt haben wir unsere eigene Jade, wird also nicht verkauft. Denjo, liebe Grüße an dich, danke für ein Abo. An Denjo23, liebe Grüße. Danke. So, mit unserem großen Wissenschaftler, das ist der, den wir demnächst auflösen. Wollen wir aber, bis wir das machen, noch möglichst viel erkunden. Ich denke mir, wir machen das hier, kommen wir am schnellsten voran. Laufen hier einmal lang. Das ist Themistokles. Mit dem machen wir Erkundungen. Der hat hier unten. Der hat hier ein Bonusdorf aufgedeckt. Sind wir hier unterwegs. Der wollte ja vermutlich ein Sägewerk setzen. Da war auch. Das ist der Siedler. Und immer da oben hin wollen. Und eine Runde weiter. Ein Vulkanausbruch hier oben. Und einen Diplomatie-Siegpunkt haben wir bekommen. Wir wollen ja den Forschungssieg holen, nehmen ihn trotzdem mit. Wir haben 3 jetzt. Die Skythen haben 6. Das ist nicht so schlimm. Eine Runde weiter. Haben wir irgendwas vergessen? Ich denke nicht.
Eine Runde weiter, Matsumanix. Was ein bisschen schade ist, wie wenig Händler wir haben. Da sollten wir demnächst irgendwas machen. Ansonsten sind wir, finde ich, auf einem guten Weg. Wie siehst du das? Ja, ich finde auch, wir sind auf einem guten Weg und nähern uns Schritt für Schritt dem Wissenschaftssieg hier. Eine Runde weiter. Hier vorne, Armbrustschütze. Der wollte vermutlich rüber und da helfen. In der Stadt, denke ich mal. Ah, hier will man uns wegmissionieren. Wir müssen aufpassen. Das sind zwar nur die Konfuzianer, trotzdem nicht schön. Oh nein. Eine Jahrtausendflut tritt auf, mitten in unserem Reich. Allerdings abgeschwächt durch einen Staudamm, den wir gebaut haben. Wie gut, dass wir das gemacht haben. Das ist die Stadt, wo wir gleich zwei Staudämme gebaut haben. Doppelt hält besser. Drei Geländefelder gedüngt, keine Katastrophen. Der Fluss tritt über seine Ufer. Das steigende Wasser bedeckt das Land im Umkreis von Kilometern. Das Praktikalp hat die Füße nass. Seit 1000 Jahren hatte dieser Fluss kein so extremes Hochwasser mehr. Da erinnert sich auch WB. Das war in seinen Studententagen. Einmal wieder raus. Der Mensch ist ein militärisches Tier. Er rühmt sich mit Schießpulver und liebt Paraden. So, Steinbruchmodernisierung ab jetzt, extra Produktion, Musketiere baubar. Und jetzt holen wir uns noch einen Heuriker gleich. Da wollen wir hin. Das gibt einen Heuriker. Neue Forschung. Der zweite Armbrustschütze kommt gleich, dann ist das fertig. Und hier oben können wir jetzt weitergehen auf... Könnten die beiden Festungen holen. Die bauen wir wahrscheinlich eh nicht. Festung baut aber Militärpionier, ne? Wir könnten uns auch Militärpionier einfach bauen. Was meinst du? Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir in Richtung der Wohnviertel gehen wollen für die Forschung, weil wir da noch sehr lange für brauchen, bis wir die freigeschaltet haben und Wohnviertel gebaut haben, oder? Die Wohnviertel gibt's die Wohnviertel nicht über die kulturellen Errungenschaften? Ja, ich meine die Sanitätsversorgung, wo das Heurika der Bau von zwei Wohnvierteln ist. Ach so, entschuldige. Mhm. Und die können wir ja noch nicht bauen, weil wir entsprechend das noch nicht freigeschaltet haben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in 16 Runden dann damit auch durch wären. Mhm. Das heißt im Augenblick Naturgeschichte. Wissen wir schon, was wir danach wollten? Ich glaube nicht. Wir hätten natürlich die Urbanisierung schnell. Wir hätten die in Summe wahrscheinlich 9 Runden. Aber dann müssen die Wohnviertel auch noch gebaut werden. Dass wir sie bauen wollen, ist klar. Hier unten ist noch der Gouverneurstitel wichtig. Ja, und den brauchen wir für die Urbanisierung. Also das ist noch eine Voraussetzung, dass wir den Nationalismus erstmal erforschen, bevor wir die Urbanisierung erforschen. Stimmt. Hast recht. Na, dann brauchen wir sehr lange. Das ist insofern sehr gut nachvollziehbar, was du schreibst. Was du sagst, entschuldige Gott. Rüber Richtung Sanitätsversorgung. Und den Rest setzen wir mal so drauf, dass es klappt. Und dann müssen wir aber demnächst auch denken an die beiden Festungen. Habe ich doch richtig im Kopf, wenn der Militärpionier baut hier, ne? Machst du mal nichts? Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt, entschuldig bitte. Ja, der Militärpionier baut die. Mhm. Und er wiederum, den können wir in einer Waffenkammer bauen. Wir gucken mal, ob wir eine haben. Ich denke ja, wir hatten doch irgendwo... Haben wir keine? Doch. Echt keine? Noch keine gebaut? Echt peinlich. Keiner eine gebaut. Haben wir überhaupt ein Lager gebaut? Wir haben eins im Bau. Ach, wir wollten hier. Nee, da ist. Ach so, wir hatten eine Kaserne gebaut. Aber aus irgendwelchen Gründen keine Waffenkammer. Dann lass uns das doch vorziehen. Das ist doch viel wichtiger. Dann haben wir die Waffenkammer hier fertig. Oder wollten wir die kaufen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir machen mal die Waffenkammer zuerst. Ich nehme den Markt mal wieder raus. Waffenkammer zu kaufen ist ziemlich billig. Die können wir zwischendurch einschieben. Wir kaufen wahrscheinlich gleich in der neuen Stadt haufenweise Gebäude, die jetzt hier neu entsteht, ne? Ja, wahrscheinlich eher, ne? Aber bei 112 Gold, da müssen wir nicht so knauserig sein. Und wir müssen ja mit den Militärpionieren dann auch, die müssen wir auch noch produzieren. Und die Ballistik ist schon nicht unwichtig mit Feldkanone und Kürassier, falls irgendwas passiert. Ach, wir bauen hier mal die Waffenkammer. Wir sind mal geizig. Wir kaufen die Militärpioniere, kann man ja kaufen. Dann bauen wir erstmal hier die Waffenkammer.
Genau so ist es. Uni fertig. Schön. Nächster Schritt. Banken. Mehr Gold. Händler. Handwerker. Händler. Endlich mal den Händler machen. Ja. Ein Händler bitte. Und hier geht es Richtung links. Einmal hier rauf und Stadtkunde. Hier geht's hin. Und hier, wir wissen, es sind jede Menge Babsen, Barbaren im Hinterland. Wir wollen hier die nächste Stadt gründen, wenn ihr möchtet. Denkt gerne schon mal nach über schöne und coole Stadtnamen. Irgendwas im Westen. Irgendeine Stadt, was weiß ich, ganz im Westen und ein neuer Kontinent. Wie heißt der Kontinent? Er heißt Pangaea Ultima. Reis, Fisch, Sabum Cubitum, Herkules himself rast rüber und wird die Stadt verteidigen, vor im Kontinent aufräumen. Jede Menge Räucherwerk. Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer und Nikotin im Westen, keine Ahnung. Cowboys rauchen, ist der Westen unberührte New Frontier, unberührte neue Grenzen, ich weiß nicht, bla 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 bla. Überlegt euch irgendwas. Bull West geht immer, zum Beispiel. Tor zum Westen. Man kann auch Hallöchen schreiben, wie Lemo. Ich habe nur den finsteren Verdacht, er grüßt nur irgendwelche Leute. Das mache ich auch gerne. Hallihallo. Bald geht's weiter.